Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Neuzugänge Juni. Ja, den ersten Teil habt ihr ja schon am Dienstag gesehen und ich habe ja diese Neuzugänge aufgesplittet, da ich ja 24 Neuzugänge im Juni feiere und mich sehr, sehr über diese Bücher freue. Und ich dachte, wenn ich ein bisschen was zu den einzelnen Büchern sage, wird das ja sonst ein Bücherwochenlängen-Video. Und ich dachte, ich splitte das einfach so in zwei Teile auf und stelle euch nun also die zweite Hälfte vor. 12 Bücher an der Zahl. Insgesamt waren es 24 Bücher. Es waren 13 echte Bücher. Es waren 11 E-Books und 0 Hörbücher diesen Monat dazu gekommen, weil ich ja noch bei Audible pausiere. Der erste Teil war sehr E-Book-lastig, wie ich fand. Heute jetzt für den zweiten Teil liegen doch ein paar mehr echte Bücher hier. Und wir starten einfach mit dem ersten Buch sozusagen, also oder den 13., je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Und zwar von Karina Bartsch, Nachtblumen, ein Buch, das im Rowohlt Verlag diesen Monat auch erschienen ist. Ich habe von Karina Bartsch vor Jahren Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter gelesen und geliebt. Es war damals wirklich eine Highlight-Reihe, wenn man so möchte, die mich wirklich gefühlsmäßig mitgerissen hat, begeistert hat. Ich fand die Sprache darin toll. Ich mochte die beiden Protagonisten und freue mich nun auch auf Nachtblumen. Bin hier sehr gespannt, was uns Karina Bartsch erzählt. Wir haben hier eine Frau, die am liebsten unter dem Bett schläft und wir haben Colin, ja einen Jungen, der oder einen jungen Mann, der friert. Und beide begegnen sich auf Sylt und nur eine Tür trennt sie bzw. verbindet sie, je nachdem. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Karina Bartsch hier für uns aufbereitet hat. Und wir mussten ja doch recht lange auf dieses Buch warten. Ich bin total neugierig und ich finde wirklich dieses Cover wunderschön gemacht mit diesem Schimmer im Blau. Wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin mega gespannt auf die Geschichte. Auch das neue Sommerbuch von Page Toon ist bei mir eingezogen. Endlich dein, erschienen im Krüger Verlag. Ich bin ein großer Fan von Page Toon und bisher hat sie mich ja wirklich nur 1,5 Mal enttäuscht. Das letzte Sommerbuch hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Und auch der Abschluss ihrer Jugendbuchreihe, der Jesse Jefferson-Reihe, hat mir ja dieses Jahr nicht ganz so gut gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es hier so gehen wird. Ich habe gar nicht so den Klappentext mehr in Erinnerung, denn ich habe es, glaube ich, auch schon im Neuzugänge-Video vom ersten Teil gesagt. Bei Autoren, die ich liebe, möchte ich mich auch gar nicht mit dem Klappentext irgendwie spoilern. Aber ich glaube, es geht hier ja um die große Liebe, der falsche Zeitpunkt. Und wir sind auch in London wieder unterwegs. Und ich bin hier einfach sehr, sehr gespannt und freue mich auf dieses Buch, das auch optisch wieder sehr schön gehalten ist. Es ist so ein klassisches Page-Toon-Cover, wie ich finde, und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin auch mega gespannt. Es wird auf jeden Fall jetzt im Sommer verschlungen. Dann ein Buch von einem Mann, den ich schon eine längere Zeit, im Grunde stalke, ist das falsche Wort, aber immer wieder seine Dokumentationen begleite. Und zwar von Hannes Jennecke ist das neue Buch herausgekommen, Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, warum wir dringend Helden brauchen, erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Und Hannes Jennecke setzt sich ja sehr für Tierrecht, Tierschutz ein, auch natürlich für Menschenrecht. Und gerade seine Tierdokumentationen, die ich vor, keine Ahnung, 10 Jahren, keine Ahnung wann, gesehen habe, hat mich immer sehr, sehr mitgenommen, mitgerissen und halt auch einfach zum Umdenken sozusagen gebracht. Und das ist nicht ganz nur sein Verdienst, keine Frage, aber er hat halt doch vieles auch aufgedeckt und hat einfach die Plattform, da er auch ein erfolgreicher deutscher Schauspieler ist. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch keinen Film mit ihm geguckt, weil ich kein so großer Fan von deutschen Filmen bin und das irgendwie immer an mir vorbeizieht. Aber ich finde auch, Hannes Jennecke ist einfach ein unglaublich sympathischer Mensch, der zwar auf Notstände aufmerksam macht, das aber nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger macht, sondern eben einfach mit sehr berührenden Worten, damit meine ich jetzt nicht schnulzig oder kitschig, sondern einfach die, einfach so das treffen, was er sagen möchte und auch so den richtigen Knopf zumindest bei mir finden. Und es geht eben hier in diesem Buch, dass wir eben Menschen brauchen, die uns inspirieren, die uns eben auch einfach beeindrucken. Und hier heißt es auch so schön, echten Helden ist es egal, ob sie beliebt sind oder nicht. Die wollen nicht bewundert werden, die wollen keine Streicheleinheiten, die wollen einfach ihr Ding machen. Die tun das, woran sie glauben und wovon sie überzeugt sind, so gut es eben geht.
Und hier unten heißt es noch, humorvoll und persönlich wie nie zuvor erzählt Hannes Jennecke dabei von seinen Helden und Vorbildern, wie sie ihn geprägt haben und God's Good Children wurden. Und ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, ich glaube auch wieder durch die Flow oder eins meiner Mind-Magazine und fand das einfach direkt interessant und dachte, da lese ich mich einfach mal rein und ich denke auch, dass das jetzt im Juli gelesen wird. Dann ist bei mir eingezogen, ja, ein Buch, das ich schon als E-Book habe. Ich bin ja ein Drachenmond-Lounge-Blogger und hier durften wir für die bereits abgegebenen Rezensionen, da konnte man Punkte sammeln, so war das alte System und ich konnte hier meine Punkte einlösen und habe mir ja ein Highlight von Laura Labers zugelegt und zwar ein Käfig aus Rache und Blut, das ist der erste Teil der Trilogie und ich habe mich mega gefreut, dass ich dieses Büchlein nun eben auch im Regal stehen habe, denn in meinem Regal sollen ja irgendwann nur noch Highlight-Bücher stehen und natürlich die Subbücher und für mich hat der erste Teil dieser Reihe auf jeden Fall zu den Highlights gehört. Ich habe diese Reihe Anfang des Jahres gestartet und absolut geliebt. Auch der zweite Teil war unfassbar gut. Wir haben ja hier auch wieder eine Dämonenjägerin, die dann aber bei Dämonen landet und es ist so eine fantastische Welt und Laura Labers kann das einfach. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin absoluter Fan. Ich war es letztes Jahr schon von ihrer Nekara-Reihe und bin es jetzt auch von dieser Reihe. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns im dritten Teil, im Schlussteil erwartet und bin mega, mega gespannt und finde das auch optisch einfach wunderschön und es ist wirklich eine ganz tolle Aufmachung, auch von innen. Wenn man dieses Buch aufklappt, hat man hier grafisch absolut ein bisschen was Schönes. Es ist jetzt nicht ein Buch, das ich sofort nochmal lesen würde, denn es ist ja noch ganz frisch, aber ich wollte es eben einfach so als Highlight Buch auch im Regal stehen haben. Dann ist bei mir als Vorab-Exemplar Strandküsse und andere Turbulenzen von Michelle Schrenk eingezogen. Das Buch ist auch mittlerweile schon erschienen und habe ich auch in der Bücherwoche schon vorgestellt. Es war nicht ganz klar, wann es offiziell erscheinen wird. Ich durfte das Buch schon vorab lesen und auch noch so zwei, drei Anmerkungen geben lassen. Es war ein sehr schönes Sommerbuch und ist auch optisch hier, also ein wirkliches Highlight. Ich mag die Cover von Michelle Schrenk einfach gerne und so natürlich auch dieses. Und es ist eben das neue Sommerbuch, ist auch nicht dick, hat um die 130 Seiten und kostet zum Einführungspreis 99 Cent. Und ich denke, jeder, der gerne E-Books liest, der gerne Sommergeschichten liest, der macht hier nichts falsch. Dann habe ich in einer Leserunde auf Lovely Books den ersten Teil der Chroniken der Seelenwächter von Nicole Böhm gewonnen und auch an dieser Leserunde teilgenommen. Ein Buch, das ja, glaube ich, aktuell, also eine Reihe, die 22 Teile umfasst, denn jeden Monat kommt ein neuer Teil heraus und alle Bände werden immer zu drei Teilen dann zu einem Sammelband dann eben auch als echtes Buch sozusagen gedruckt. Und mir ist dieses Buch schon öfter mal empfohlen worden. Leider hat es mich nicht ganz überzeugen können. Die Leserunde hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch der Austausch mit der Autorin war hier sehr schön. Und ich finde, das ist immer mit das Wichtigste. Es muss einem dann gar nicht das Buch gefallen, solange man aber Kritik äußern kann und dann trotzdem noch ein netter Austausch mit der Autorin zustande kommt. Da hat jeder einfach gewonnen. Dann habe ich wieder ein paar Sachen bei Momox verkauft und habe mir das diesmal mit einem Medimobs-Gutschein sozusagen verrechnen lassen und da sind auch drei Bücher mit dabei gewesen und zwar Teufelsgrinsen, ein Anna Kronberg-Krimi von Annelie Wendeberg. Das ist mir ja von der Zuschauerin empfohlen worden, weil ich ja so ein Sherlock-Fan bin, denn Anne Kronberg lebt wohl zur gleichen Zeit wie Sherlock Holmes und löst eben Fälle, verkleidet sich als Mann, um dann eben auch als Arzt unterwegs sein zu können. Und ich bin einfach mega, mega gespannt. Es ist jetzt auch gar kein dickes Büchlein und ich bin mega gespannt auf diese Reihe und ob mir das gefallen wird. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen tiefer greifen und die Bücher noch hochholen. Dann war mit dabei von Bill Prison Frühstück mit Kängurus, australische Abenteuer. Australien ist ja absolut ein Land, das ich unbedingt noch irgendwann mal in meinem Leben bereisen möchte. Wenn dieser lange Flug nicht wäre, vielleicht kann man sich auch irgendwie so in den nächsten 10 Jahren mal beamen oder Flohpulver verwenden. Der Flug schreckt mich tatsächlich so ein bisschen ab. Ich habe jetzt keine Flugangst, aber so viele Stunden in so einem Flugzeug, das finde ich irgendwie eine gruselige Vorstellung. Ich weiß gar nicht, ob man auch schippern könnte. Mal gucken.
da könnte man mal schlau machen. Auf jeden Fall Australien, ein Land, das mich sehr, sehr reizt und da bin ich einfach total neugierig. Man hört nur Gutes über Bill Brisson und auch Eric Lorenz im Hangout hat sehr von diesem Buch geschwärmt und ich denke, das ist mal was, um sich einfach in die Ferne zu träumen. Und dann eine Empfehlung, die ich bekommen habe bei meiner Downton Abbey-Sucht, ist Rückkehr nach Somerton Court von Leila Rashid. Das ist, glaube ich, der Auftakt einer Trilogie. Soweit ich das gesehen habe, gibt es aktuell 3 Teile. Und es soll eben so ein bisschen Downton Abbey-Feeling in einem auslösen können. Und ich denke, dass ich das auf jeden Fall im Sommer brauche und gerne hätte. Und so durfte das eben auch gebraucht bei mir einziehen. Ich finde, alle 3 Bücher sind von guter Qualität. Man sieht natürlich, dass sie vielleicht gegebenenfalls auch schon ein bisschen älter sind, ein bisschen vergilbt sind, aber ich finde die wirklich auch für die Preise, die ich bezahlt habe, absolut gut. Kein Buch war teurer als 3 Euro und darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Dann gab es absolutes E-Book-Schnäppchen, denn für 0 Euro konnte man sich Secret Fire, die Entflammte von C.J. Dorothy holen. Ja, das E-Book für 0 Euro. Ich hoffe, dass es die Aktion jetzt noch gibt. Ich habe gar nicht jetzt aktuell vor dem Video geguckt. Das Buch steht schon lange, lange auf meiner Wunschliste und es ist ja ein Zweiteiler, eine Dilogie und die liebe Sandra hat, ich glaube, in ihrem Mai-Büchermonat, war es der Mai-Büchermonat, Sandra, korrigiere mich, wenn du das nicht hier siehst, hat sie ja absolut davon geschwärmt und so bin ich dann eigentlich gedanklich erstmal auf die Thalia-Seite, dachte, oh, guckst du mal vielleicht das E-Book und dann dachte ich, wie, 0 Euro und ja, tatsächlich, es hat dann auf allen Plattformen 0 Euro gekostet und schwupps war es auf meinem E-Book-Reader, eine Reihe, auf die ich mich sehr, sehr freue, sehr gespannt bin und Sandra da einfach wirklich nochmal so das Fünkchen sozusagen am Schluss war, um mich zu begeistern und dann ist bei mir vorab bereits eingezogen Ewigkeitsgefüge von Laura Labers, ja, das neue Buch von ihr, es ist nicht der dritte Teil der Reihe, die ich eben vorgestellt habe, sondern es ist ein High-Fantasy-Roman und das Buch erscheint im Drachenmond-Verlag, ist mir im Rahmen der Drachenmond-Lounge-Bloggers sozusagen eben zur Verfügung gestellt worden und wird jetzt auch demnächst gelesen oder vielleicht ist es zur nächsten Bücherwoche sogar schon gelesen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Guckt dann natürlich einfach mal vorbei. Auch hier ein Cover, das wunderschön ist. Ich finde, der Drachenmond Verlag macht mitunter wirklich die schönsten Cover, die es, glaube ich, in irgendeinem Verlagswesen gibt. Ich finde tatsächlich, dass das Self-Publisher oftmals ja sogar schönere Cover haben als Verlage, aber beim Drachenmond Verlag kann man sich immer auf ein schönes Cover verlassen. Und ich bin sehr auf die Geschichte gespannt. Ich freue mich auf das neue Werk von Laura Labers und freue mich natürlich auch, dass ich es als Vorab-Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das letzte Buch ist dann ein Büchlein, das mir geschenkt wurde von der lieben Maria Herbst. Und sie hat ein kleines Paket auf den Weg gebracht und hat der Susan und mir jeweils 2 Mangas geschickt und auch ein schönes Lesezeichen dazu. Und ich selbst habe ja bisher erst einen Manga gelesen, das war der Sherlock-Manga. Und A Silent Voice ist sozusagen jetzt der zweite Manga von Yoshitoki Oima, ich hoffe, man spricht ihn, sie so aus. Susan hat das Buch ja bereits gelesen und war total begeistert davon. Es ist auf meiner Wunschliste gelandet und ich bin halt Mangas gegenüber trotzdem noch so ein bisschen skeptisch, bin hier aber unglaublich gespannt und fand es einfach so lieb, dass wir da so tolle Buchpost erhalten haben. Und es ist der erste Band einer Reihe, ich weiß gar nicht von wie vielen Teilen. Es steht auch jetzt nichts weiter hinten drauf. Es erschien im Egmont Manga Verlag. Und dazu gab es eben auch noch ein ganz niedlich gemachtes Lesezeichen. Total niedlich. Also man sieht hier natürlich meinen Sherlock-Hype. Und ich finde das total klasse gemacht. Also wirklich super niedlich. Auch hier hinten mit einem Sherlock und auch so der Tapete so gefühlt von Sherlock in der Wohnung mit Watson. Und also wirklich großes Geschenke-Kino, wie ich finde. Das ist wirklich eine ganz tolle Überraschung gewesen. Und die liebe Susan hat es mir vor ihrem Irlandurlaub dann auch noch losgeschickt, was mich auch sehr gefreut hat. So ist es dann eben noch ein Juni-Neuzugang und auch der letzte. Und auch hier findet man, wenn man es normal aufschlägt, diese Stoppzeichen, was ich schon bei Sherlock so lustig fand. Und ich dachte, nein, vom Ende wollen wir uns natürlich nicht spoilern lassen. Dementsprechend, man liest ja einen Manga rückwärts, auch von rechts oben nach links unten. Das ist am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und das waren sie nun auch schon, die 12 Neuzugänge des zweiten Teiles aus dem Juni von insgesamt 24. Wer den ersten Teil meiner Neuzugänge
Neuzugänge noch nicht gesehen hat, der kann natürlich auch mal in die Infobox schauen. Da packe ich euch auf jeden Fall den ersten Teil rein. Und ich, wie ihr seht, ich freue mich wirklich auf jede Geschichte, die hier liegt. Und wer jetzt sagt, meine Güte, Steffi, wann liest du das denn? Ja, irgendwann bestimmt. Ich habe auch im August Urlaub. Da werde ich, denke ich, auf jeden Fall auch das ein oder andere mehr lesen können, als jetzt, wenn man natürlich auf Arbeit ist und am Wochenende da auch mal was anderes zu tun hatte. Und ja, wobei ich bin ja eine absolute Leseratte. Das ist bei mir im Grunde höchste Priorität. Wenn ich entspannen möchte, greife ich hier zum Buch. Und da denke ich, dass auch diese Bücher auf jeden Fall ganz bald gelesen werden. Und ja, vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch ja schon gelesen oder auch als Neuzugang bei euch. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, wie es euch dann gefallen hat oder auf was ihr euch dann freut und natürlich auch auf welche Bücher ihr euch jetzt vielleicht in der nächsten Zeit in den Bücherwochen von mir freuen werdet, wenn ich die Neuzugänge lese. Freue ich mich auf jeden Fall auf den Austausch in den Kommentaren. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.